Aktion des Tages. Wir decken sehr vorsichtig den Tisch, ohne unsere Magie zu benutzen, damit... Ah! Hast du... Wie? Wann? Was? Was? Ich sagte doch keine Magie. Für unsere Freundschaftslektion solltest du ihn mit den Hufen decken. Oh, ich habe nur Tischdecken gehört und einfach losgelegt. Tja, wenn du keine Magie benutzt hättest, hättest du mich sagen hören, dieser Teller repräsentiert deinen Kopf, der Löffel ist dein Herz und die Messer sind scharf. Sei vorsichtig mit Messern. Oh, Metaphern ergeben allerdings mehr Sinn, wenn man wirklich den Tisch deckt. Soll ich es rückgängig machen? Hauptsache, du bist für das Essen vorbereitet. Prinzessin Celestia will sich morgen Abend ansehen, wie deine Freundschaftslektionen laufen. Also sind es du, ich und Prinzessin Celestia. Wieso dann vier Gedecke? Nun, weil wir möchten, dass du eine Freundin mitbringst. So kann die Prinzessin sehen, was unsere Freundschaftslektionen machen. Und ob deine Lehrerin wirklich was taugt. Aber wen? Ich mag all deine Freunde. Jetzt kommt das Beste. Es gilt nur ein neuer Freund. Ein neuer Freund? Hey, weißt du was? Ich verzaubere einfach alle Ponys von Ponyville und erzwinge heimtückisch eine Freundschaft. Starlight? Kleiner Scherz. Mal sehen. Finde einen neuen Freund in Ponyville, dem freundlichsten Ort in Equestria. Sicher nicht so schwer. Du brauchst einen neuen Freund? Ich weiß da schon das richtige Pony. Miss Starlight Glimmer, gestatten Mrs. Cake. Na, wie geht es dir, Liebes? Backst du einen Kuchen? Darf ich helfen? Neue Freundin? Das ist wirklich eine gute... So eine Unverschämtheit! Willst du mich in den Ruin treiben mit deinen schicken Was-auch-immer-Magiekuchen? Tut mir leid. Ich muss sie in Schutz nehmen. Es schmeckt einfach köstlich. Ich kenne da genau das richtige Pony für dich, Starlight. Das ist Big Mac. Yep. Viel redet er gerade nicht. Nö. Oh, das ist schade, denn ich liebe gute Gespräche. Du hast irgendwas getan. Was ist passiert? Da ist was anders. Ich rede so viel und habe darüber hinaus eine überaus präzise Artikulation. Was ist... Als Anna abends aß, aß Anna abends Ananas. Ah! Mach, dass es aufhört! Ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, der nicht redet. Und mein erster Instinkt sollte wohl nicht sein, ein Pony mit Magie dazu zu bringen, das zu tun, was ich will. Gut, na schön, ich mach's rückgängig. Der Trick, einen neuen Freund zu finden, ist, sich selbst erstrahlen zu lassen. In der Regel zählt der erste Eindruck, weißt du? Gut, dass ihr bereit wart, den bei mir zu vergessen. Nun, jeder verdient eine zweite Chance. Oh, wow, ich habe da eine topmodische Idee. Wir nehmen Pastellseide hier und hier und noch einen Reifrock darunter. Du meinst, ein neues Kleid hilft mir, einen Freund zu finden? Oh, mit dem richtigen Outfit klappt einfach alles, mein Herzchen. Wann ist es fertig? In 3 Wochen. Das Essen ist schon morgen. Nun, dann ein Hut aus der Kiste mit den Sonderangeboten? Vielleicht doch nicht. Kein Pony freundet sich mit dir an, weil du die richtige Kleidung trägst. Das Einzige, was man von einem neuen Freund erwarten kann, ist Coolness. Die hast du. Ja, aber mich kennst du ja schon. Spitfire! Entschuldige. Wer ist das? Oh, nur das wonderboltigste Pony der Wonderbolts. Komm mit, ich stelle euch vor.